600 Jahre Brautradition liegen hinter der Familienbrauerei Grosch in Rödental bei Coburg. In diesem Kupferkessel aus den 1960er Jahren sind hunderttausende Liter Gerstensaft entstanden. Viel Handarbeit war das noch, erinnert sich Brauereichef Christoph Pilatzig. Dazu kommt, die Energiekosten waren zum Schluss so hoch, dass der Verkauf des Bieres fast ein Drauflegeschäft war. 4000 Liter haben wir hier verbraut in einem Sudvorgang, also Wasser. Und um das heiß zu machen, haben wir gute 300 Liter Öl gebraucht. Also das ist schon eine Menge und ist natürlich auch hoch ineffizient, weil man sich vorstellt, das ist ja nichts anderes als ein großer Kochpott. Und ihr seht hier an der Oberfläche, wie ein Kochpott in der Küche auch, die Hitze geht raus, die andere Hitze entweicht nach oben und ist natürlich hoch ineffizient. Rund 6 Stunden dauert ein Brauvorgang. Früher musste der Braumeister den Sud ständig beobachten. Hin und wieder ging auch was schief. Die alte Technik war anfällig. Viel Handwerkskunst war nötig, um einen gleichbleibenden Geschmack zu bekommen. Allerdings muss man ja auch sagen, wir haben früher immer Schwankungen. Also jede kleine Brauerei hat Schwankungen innerhalb eines Bieres. Und die große Kunst war es, diese Schwankungen so ausfallen zu lassen, dass man es nicht einfach gemerkt hat. Ja. Aber es gab natürlich auch Probleme, dass du manchmal den Sud nicht benutzen konntest und hast ihn einfach weggeworfen. All das wird es in der neuen Brauerei nicht mehr geben. Und das ist sie nun, die neue Brauerei, nur wenige hundert Meter entfernt. Nichts erinnert mehr an eine kleine, traditionelle Familienbrauerei. Mit hochmoderner Technik wird hier Bier gebraut, größtenteils vollautomatisch. Das Ganze funktioniert mit weniger Energie, denn der Strom kommt von der hauseigenen Photovoltaikanlage. Den Brauvorgang steuert größtenteils die Technik. Die Mitarbeiter überwachen ihn am Computer, können notfalls auch von zu Hause am Tablet eingreifen. Hier haben wir halt den großen Vorteil. Wir haben eine gute Kombination aus Isolierung, nur noch elektrischem. Also wir haben hier keine fossilen Energieträger mehr. Und dadurch haben wir zum einen höhere Effizienz und wir können auch sehr viel mehr Wärme zurückgewinnen. Und dadurch haben wir hier nur noch 50% des Energieverbrauchs. Die ersten Biere lagern hier bereits. Der große Vorteil für die Brauerei, jetzt können auch kleine Mengen gebraut werden. Denn die Kunden wollen heute viel Abwechslung im Glas. Verkauft wird der Gerstensaft im eigenen Brauereigasthof. Kurze Wege und das Ganze noch energiesparend.